Und die wichtigsten Pflanzen, die ich auch selber da genutzt habe, sind einmal Astragalus, übrigens auch sehr gut bei sämtlichen Allergieproblemen, Heuschnupfen und so weiter. Dann Ashwagandha oder Ashwagandha, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, auch genannt die Schlafbeere. Zudem Süßholz, Cordyceps, das ist ein spezieller Heilpilz, und sibirischer Ginseng. Übrigens, diese letztgenannten Pflanzen, also die Schlafbeere, Süßholz, Cordyceps und der Ginseng, also der sibirische Ginseng, wirken auch sehr gut bei Erschöpfungssymptomen. Hallo, mein Name ist Sören Schumann, ich bin ganzheitlicher Ernährungs- und Gesundheitsberater und im heutigen Video gibt es eine neue Folge der Videoreihe Borreliose natürlich heilen. Und heute geht es darum, mit welchen Heilpflanzen man das Immunsystem bei Borreliose wieder auf Vordermann bringen kann, unterstützen kann und stärken kann. Ich habe bereits ein Video gemacht, was heißt oder was den Titel hat ungefähr, ja, Borreliose verstehen oder Borrelien verstehen, und schau dir das auf jeden Fall mal an, falls du es dir noch nicht angeschaut hast, weil da wird erklärt, wie die Borrelien ticken, beziehungsweise warum es so schwierig ist, diese auszulöschen, beziehungsweise ja, warum man das sehr ernst nehmen sollte. Und wie gesagt, schau dir das nochmal an. Ich werde jetzt noch eine kleine Zusammenfassung von den Eigenschaften der Borrelien geben in Bezug auf das Immunsystem, weil sie schwächen das Immunsystem sehr stark. Sie tricksen das Immunsystem sozusagen aus, und mit welchen Mechanismen, das zeige ich dir jetzt nochmal kurz. Und zwar haben sie als äußere Zellschicht sozusagen eine Tarnkappe, die verhindert, dass sie von den Immunzellen erkannt werden, und dementsprechend können sie auch nicht angegriffen und zerstört werden. Außerdem haben die Borrelien in der Spirochetenform, also in der schlangenförmigen Form, die Eigenschaft, dass sie die Zellwände von den Zellen aufbohren können, dann den Zellkern quasi abtöten können und die Zelle, die quasi abgestorben ist, dann als Hülle nutzen, so dass sie quasi in einer normalen Körperzelle drin sind und so durch das Immunsystem nicht erkannt werden können. Genau, also diese Hülle nutzen sie dann quasi als Maske. Das Erste, was passieren kann, wie gerade gesagt, ist, dass sie nicht erkannt werden können und sich quasi ja verbreiten können und ihr Unwesen treiben können. Und das Zweite ist, wenn es vom Immunsystem erkannt wird, kann es zu weiteren Komplikationen führen, weil das Immunsystem dann nicht so richtig unterscheiden kann zwischen ja, einer gesunden, körpereigenen Zelle und einer Zelle, die zerstört werden sollte. Und dann, wenn das Immunsystem sozusagen diese Zellen angreift, wo die Borrelien drin sind, mit der Hülle einer normalen Zelle, dann kann es sich auch gegen andere Zellen, die eigentlich gesund sind, im Körper richten. Und dann kommen wir hier auf solche Geschichten wie Autoimmunreaktionen, beziehungsweise dass Borrelien auch häufig sehr stark beteiligt sind an Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Multiple Sklerose und so weiter. Es gibt Forscher, die schon, oder es gibt Ärzte und Naturheilkundler, die schon mehrere tausend Leute behandelt haben. Und einer von denen, habe ich gelesen in einem Buch, sagt, dass ihm noch kein einziger MS-Patient untergekommen ist, der nicht mit Borrelien infiziert war. Also so viel dazu. Genau, und ein weiterer Punkt ist, dass die Borrelien über das sogenannte Curum Sensing verfügen, beziehungsweise das nutzen. Und das bedeutet, dass sie miteinander kommunizieren können und ja, sich dadurch noch stärker anpassen können, noch intelligenter sind, beziehungsweise noch schwerer zu greifen sind für das Immunsystem. Also wie sozusagen eine gewisse Schwarmintelligenz haben. Und das sind quasi so die wichtigsten Punkte, warum das Immunsystem ja überfordert ist, beziehungsweise warum sie das Immunsystem sehr stark schwächen und warum das Immunsystem nicht hinterherkommen kann, beziehungsweise warum wir das Immunsystem unterstützen können und unterstützen müssen. Und mit welchen Heilpflanzen man das machen kann, das zeige ich dir im heutigen Video. Natürlich gibt es noch verschiedene andere Methoden oder andere Maßnahmen, die auf jeden Fall noch dazugehören, um das Immunsystem zu unterstützen. Aber jetzt geht es speziell darum,
hier anzusetzen, dort, wo die Borrelien das Immunsystem schwächen und dort das Immunsystem zu unterstützen bzw. dem Immunsystem helfen, wieder zur Normalität, zur normalen Funktion zurückzukommen. Und ein wichtiger Ansatz dabei oder ein wichtiger Punkt dabei sind die sogenannten Zytokine. Und was sind Zytokine? Zytokine sind spezielle Botenstoffe, über die die Immunzellen kommunizieren und die quasi die Immunantwort strukturieren bzw. dann auslösen und diese Signale sozusagen geben. Und hier greifen die Borrelien auch massiv ein. Deswegen müssen wir auch hier ansetzen und die Zytokine wieder modulieren, damit die Immunantwort wieder besser wird, genauer wird und dementsprechend die Borrelien eingeschränkt werden können. Noch eine kleine Information zu den Pflanzen oder den Naturheilmitteln, die ich hier empfehle. Diesmal habe ich jetzt darauf verzichtet, spezielle Studien rauszusuchen, die die Wirkung davon belegen, beziehungsweise gibt es auch zu vielen Dingen, die ich jetzt empfehle, noch keine richtigen Studien, weil die einfach noch nicht durchgeführt wurden. Aber das sind die Sachen, die laut den Erfahrungen von vielen erfolgreichen Borreliose-Therapeuten sehr gut weitergeholfen haben und sich 1000- oder 10.000-fach bewährt haben. Und speziell bei der Zytokin-Geschichte haben sich die Pflanzen Baikal, Helmkraut und Rotwurzelsalbei sehr stark bewährt. Was passiert, wenn ich die Zytokine wieder modulieren kann, wenn ich die Immunantwort sozusagen besser strukturieren kann? Dann können Entzündungen einmal gehindert werden, also gelindert werden im Körper. Außerdem wird den Borrelien das Eindringen in die Zellen, was ja eine spezielle Eigenschaft von ihnen ist, wird denen nicht mehr so leicht ermöglicht bzw. Deutlich erschwert. Und dementsprechend auch wird ihnen die Nährstoffaufnahme und auch die Vermehrung, also Reproduktion, deutlich erschwert. Was natürlich alles sehr, sehr gute Folgen sind bzw. Wirkungen sind von diesen beiden Pflanzen. Ich habe bisher nur Baikal-Helmkraut genommen in Kapselform. Was genau, also welches genau, das Produkt habe ich auch unten verlinkt, beziehungsweise das zeige ich euch nachher auch nochmal kurz. Beim Rotwurzelsalbei habe ich jetzt noch keine gute Quelle gefunden. Wenn du schon so tief in die Materie eingedrungen bist und da eine gute Quelle hast, kannst du es gerne mal unten in den Kommentaren hinschreiben. Würde mich sehr interessieren. Also ich habe jetzt nur mit dem Baikal-Helmkraut gearbeitet. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass generell das ganze Immunsystem sozusagen sehr durcheinander gebracht wird, sehr stark geschwächt wird. Und deswegen gibt es noch weitere Pflanzen, die allgemein das Immunsystem dabei unterstützen, wieder zur Normalform zurückzufinden sozusagen, beziehungsweise über die Normalform hinaus. Und wie diese einzelnen Pflanzen jetzt genau wirken, darauf würde ich jetzt nicht eingehen, das würde den Rahmen komplett sprengen. Was ich dir sagen kann, laut mein Wissen, meinen Recherchen, ich habe mir da sehr viel dazu angeschaut, helfen die Pflanzen dabei, quasi die Immunantwort zu strukturieren bzw. das Immunsystem einfach dabei zu unterstützen, die Borrelien mit Erfolg anzugreifen und deutlich zu schwächen. Und die wichtigsten Pflanzen, die ich auch selber da genutzt habe, sind einmal Astragalus, übrigens auch sehr gut bei sämtlichen Allergieproblemen, Heuschnupfen und so weiter. Dann Ashwagandha oder Asvaganda, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, auch genannt die Schlafbeere. Zudem Süßholz, Cordyceps, das ist ein spezieller Heilpilz, und sibirischer Ginseng. Übrigens, diese letztgenannten Pflanzen, also die Schlafbeere, Süßholz, Cordyceps und der Ginseng, also der sibirische Ginseng, wirken auch sehr gut bei Erschöpfungssymptomen, unter denen Borreliose-Betroffene auch häufig sehr stark klagen, beziehungsweise auch solchen Geschichten wie Nebennierenschwäche und so weiter. Also die wirken quasi in doppelter Hinsicht. Einmal wirken sie sehr erholend auf den Körper und außerdem noch sehr positiv auf das Immunsystem. Und noch weitere Pflanzen, die sehr effektiv sind, einmal die Katzenkralle und Kurkuma. Kurkuma mit schwarzem Pfeffer am besten kombinieren, hat ganz viele positive Wirkungen, zum Beispiel auf die Leber, auf den Darm, aber auch allgemein immunmodulierende Effekte. So, ich zeige euch jetzt mal, was ich da für Sachen nehme. Ich habe jetzt nicht alles mit auf dieses Video gepackt, also zum Beispiel das Baikal-Helmkraut und das Ginseng oder der sibirische Ginseng. Der ist bei mir gerade ausgegangen, werde ich mir jetzt bald wieder neu holen.
Ansonsten kann ich dieses Astragalus-Extrakt empfehlen. Gibt es auch als Pulver. Dann hier die Schlafbeere bzw. Ashwagandha oder Ashwagandha. Gibt es auch eine super Tinktur von Kasimir und Lieselotte. Ich nutze aber gerade das Pulver. Hilft zum Beispiel auch sehr gut beim Einschlafen, wie der Name schon sagt. Also würde ich jetzt nicht morgens oder tagsüber in großen Dosierungen nehmen. Kann man auch kleine Dosierungen nehmen, aber dann würde ich dann eher so ein paar Stunden vorm Schlafen gehen oder direkt vorm Schlafen gehen nehmen. Hat bei mir nochmal den Schlaf ja auf jeden Fall spürbar verbessert. Dann Süßholzwurzel kann man sich einfach so als Tee holen. Und ich habe daraus auch eine Tinktur gemacht, also Süßholzwurzel-Tinktur mit Alkohol. Wenn ihr da Interesse habt, wie man so eine Tinktur selber herstellt, dann schreibt mir das gern ja, in die Kommentare. Und ansonsten hier nochmal Katzenkralle-Tinktur von Kasimir und Lieselotte. Die haben allgemein sehr, sehr viele hochwertige Produkte, speziell für Borreliose, kann ich euch wärmstens empfehlen. Auch zum Beispiel den Staudenknöterich, Kalmeck, was auch immer, die Kardentinktur. Ja, einiges davon bauen sie auch selber an auf den Feldern. Das ist echt eine gute Sache. Und hier der Cordyceps Heilpilz. Da gibt es auch nochmal ja, deutliche Qualitätsunterschiede. Und da muss man wirklich muss man darauf achten, wie dieses Pulver aus diesen Pilzen hergestellt wird. Und da ist meines Wissens das von 1000 Kraut auf jeden Fall eins der hochwertigsten. Und natürlich nicht ja, die ganzen anderen gesunden Lebensmittel vergessen. Vor allem viel Grünzeug ist immer gut, viel Chlorophyll, viele Mineralien. Und ein guter Vertreter ist da zum Beispiel der Grünkohl. Brennnesseln kann man auch fast das ganze Jahr über finden. Der Grünkohl ist schon ganz, ganz vorne mit dabei bei den Kulturpflanzen, was seine Vitalstoffe angeht. Aber die Brennnessel übertrifft die nochmal in vielen Bereichen um ein Vielfaches. Und was haben wir hier noch? Zum Beispiel Vogelmiere. Also das hier mit den kleinen Blättchen ist auch gut für Einsteiger geeignet, weil es sehr mild ist. Und ja, im Garten sind hier noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel das hier ist Rettich, also schwarzer Rettich ist unten, ist die Knolle drin. Die Blätter kann man zum Beispiel auch gut verwenden. Daraus kann man zum Beispiel Spinat machen. Und dahinter haben wir noch rote Beete, wo die Blätter jetzt nicht mehr ganz so frisch sind. Als sie noch frischer waren, habe ich mir da immer Spinat draus gemacht, beziehungsweise sie entsaftet. Natürlich gehören auch noch andere Maßnahmen dazu, um das Immunsystem zu unterstützen, wie zum Beispiel eine gesunde Ernährungsweise, dann, dass man sich mit Vitalstoffen auffüllt, dass man sich um die Darmgesundheit kümmert, dass man ja, sich bewegt, an der frischen Luft ist und so weiter. Auch natürlich mental, die Psyche spielt eine große Rolle. Aber das würde jetzt etwas hier den Rahmen sprengen. Und wie gesagt, heute ging es ja ganz speziell um das Thema, welche Heilpflanzen beim Thema Borreliose ja, sehr effektiv weiterhelfen können in Bezug auf das Immunsystem. So, das war's mit diesem Video. Ich habe dir nochmal kurz erklärt, wie Borrelien das Immunsystem schwächen, beziehungsweise wie du dein Immunsystem dabei unterstützen kannst, beziehungsweise mit welchen Heilpflanzen du es unterstützen kannst, damit es wieder effektiver arbeiten kann und wirklich ja, die Borrelien in Zaun halten kann. Und mich würde natürlich interessieren, ob du ja, damit spezielle Erfahrungen schon hast mit einigen von diesen Heilpflanzen, ist jetzt egal, ob beim Thema Borreliose oder allgemein, die haben auch viele andere positive Effekte. Und ja, natürlich kann ich jetzt nicht zu jeder Pflanze genau sagen, in der Dosierung und in der Form und so weiter. Das müsste man dann individuell in einem Coaching klären zum Beispiel. Oder ich überlege auch gerade, ob ich quasi zur natürlichen Borreliosebehandlung einen Videokurs erstelle. Wenn du da Interesse hast, schreib es gerne in die Kommentare. Und ansonsten bin ich erstmal fertig mit diesem Video. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bleibt gesund und bis dann. Haut rein. Ciao.